Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, eurem Ninjashitendo. Wir spielen New Super Mario Bros. U. Ja, warum spielen wir das? Ich dachte mal, ich hätte mal wieder Lust auf ein kleines schönes Schaman und warum nicht in schöner 2D-Manier. Und ja, ich würde mal vorschlagen, nein, noch nicht das Intro zeigen. Jetzt war ich wieder zu langsam. Ja, Intro können wir uns gleich noch anschauen. Aber erstmal schauen wir uns an, was es hier so schön gibt. Ja, hier gibt es ein paar Pfeildaten. Das war mal meins gewesen, was ich damals mal durchgespielt hatte. Und ja, das können wir mal löschen. Das ist ja nicht... ja, die Datei möchte ich gerne löschen. Ja, die möchte ich löschen. Gut, kleiner blauer Löschi. Läuft. Läuft. Lauf, lauf, lauf. Gelöscht. Wunderbar. So. Ja. Ich würde mal vorschlagen, dann wünsche ich euch viel Spaß mit... welchen Controller willst du verwenden? Ja, ich bin ja nur ein Spieler. Ne, warte mal. Ne, Wii U Gamepad. Ich benutze den Wii U Pro Controller. Da gab es ja später die Möglichkeit dazu. Aber wir nehmen den hier. Ein Spieler. Und Abenteuer starten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Vorstory. Der Eichenhain. Ja, also Peach wurde mal, ich würde mal sagen, nicht wirklich entführt. Wir wurden einfach nur weggeschleudert vom Schloss und wir müssen mal schauen, wie wir da jetzt wieder hinkommen. So, dann machen wir mal Level 1 Ouvertüre im Eichenhain. Okay, wollen wir erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Das Spiel ist von 2012. Das ist ja damals zum... Es war einer der Launch-Titel der Wii U. Wenn ich mich noch recht... Kann ich mich noch recht erinnern. Ich hatte damals, das ist eigentlich so einer meiner ersten Wii U-Spiele gewesen, neben Nintendo Land damals, was ja bei der Wii U Premium-Paket dabei war. Sollen wir mal schauen, wie sich das Ganze hier so spielt. Dieses Spiel ist ja auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe, ja, das wird auch gut durchgehen. Ich werde das Spiel nicht zu 100% spielen wegen dieser ganzen Münzengeschichte, aber ich werde gern versuchen, die Münzen, die ich sehe, so einzusammeln, zum Beispiel die da oben. So. Ich muss sagen, mit dem Wii U Pro Controller spielt sich das schon mal viel angenehmer. So, vielen Dank, vielen Dank. So. So, wunderbar. Und Gumba. So, wunderbar. Okay, dann gucken wir mal hier, was hier so schön gibt. Also das Spiel ist schon ein bisschen her. Wie gesagt, das habe ich damals erst gespielt. Ne, zum Launch damals. Und also sind schon auf jeden Fall ein Jahr her, seit ich das dem zuletzt gespielt habe. So, so kann man eine Schaffattacke machen. Okay. Da kann man auch irgendwie hoch. Gibt es hier eine Ranke? Nicht ranhalten, Mario. Dankeschön. Gibt es hier einen Ranke? Da ist die Ranke. Ja, komm hoch da, Mario. So, einmal hoch hier. Bisschen Anlauf nehmen. Ein Block, paar Münzen. Münzen.
So viele Münzen. So. Okay. Da unten geht's noch weiter. Da schauen wir mal vorbei. So nur für ein paar Münzen. Na gut. Nichts Spannendes. Aber das kommt ja hier noch. Ist ja erst Level 1.1. Ist ja hier so ein bisschen, ja. Kann man hier nicht rein? Kann man hier nicht rein? Ich meine, konnte man rein. Nicht? Na gut. Ach nee, man kann aber hier so machen. Und dann kann man hier runter. Genau, so war das. Aber hier gibt es nur ein paar Münzen. Na gut. Weil ich ganz lustig finde, hier kann man das Schild runterhauen. Das finde ich irgendwie voll lustiges Detail. Irgendwie schönes Detail, muss ich schon sagen. So, ein paar Goombas. Okay, so. Ah, was haben wir hier? Ein Eichenpilz. Oh, das war sehr schlau. Ich wollte raufspringen. Das fand ich sehr schlau. Nein, das war nicht. Okay, so. Ups, wollte ich gar nicht. Hier kann man auch nicht rein. Ach, da kann man doch bestimmt rein, da wo die Piranha-Pflanze ist. Oder kann man ja drauf warten, ne? Warte, geht die auch noch runter? Die geht auch runter. Aber da kann man nicht rein. Okay. So, ein paar rote Münzen sehen. Münzen, Münzen, Münzen. So, weg mit dir. Und das haben wir geschafft. Ui. So, irgendwie fehlt mir eine zweite Münze. Fängt schon gut an. Aber wie gesagt, man eh kein 100%. Und ja, man passt halt auch. So, kann man da oben noch hoch? Ah ja, das konnte man ja auch noch. Stimmt. Aber hier geht's hoch. Das ist doch schön zu wissen. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen gleiten. So. Ein paar Münzen einsammeln. Oh, okay. Nicht so viel Höhe verlieren, aber das sollte, glaube ich, ganz gut aussehen. So, hier die dritte Münze. Hey. Naja, egal. Macht ja nichts. Und zurück. So. Dann so. Ist hier noch was? Ja, ein paar Münzen. Jetzt habe ich echt die zweite Münze verpasst. Ach, Manno. Na gut. Dann gehen wir halt mal ins Ziel. Mario Time. Oh yeah, Mario Time. Gut. Das war Level 1.1. Immer dieses schöne Einsteiger-Level. Schön einfach. Und das zweite Level ist das schiefe Bergwerk. Und das ist meist immer in der Höhle. Also irgendwie ist das zweite Level immer ein Höhlenlevel. Das ist irgendwie so. Dann nehmen wir mal hier die Feuerblume mit. Und dann geht's mal hier runter. Ach, da oben kommt man noch lang. Da oben kommt man lang. Kann ich nochmal zurück? Rein zurück? Ah, nicht zurück. Nein, kann ich nicht. Super. Das ist ja wieder wunderbar. So, hier ist nochmal eine Feuerblume. Brauchen wir ja nicht. So. Weg mit dir, weg mit dir. Wow, war aber ein bisschen knapp. Da oben sind unten sind nur Münzen. Da können wir mal drauf. Hallo? Habe ich ja wohl raufgesprungen. Verzichten. So. Ein Fragezeichen. Ein paar Münzen. Ein paar Goombas. Eine Feuerblume. Eine böse Röhre. Ich wollte hier rein. Kann man hier runter? Kann man nicht. Super. Nein, nicht rutschen. Kann man hier rein? Kann man auch nicht. Tja. Ist ja doof. Mal ein beherzter Sprung. Hier kann man rutschen. Hui. Schön. Ging das hier nicht irgendwie hoch? Okay, dann halt nicht. Da kann man rüber. Wow. Da muss man halt ein bisschen Anlauf haben, ne? Wow, da wäre ich fast runtergefallen. Ah, so geht's aber. Okay. Es ist immer schön, dass man so kleine Spielereien hat zwischen den Leveln. Das ist immer ganz nett. Ist hier noch was drin? Pilz vielleicht leben? Nein, okay. Und, oh, jetzt bin ich nicht gesprungen. So. Da ist bestimmt ein Pilz, den hätte ich gern. Okay. Ein roter Koopa. Und eine Ranke. Schön. Führt uns die denn hin? In ein lustiges Bonus-Level. Okay. Einmal hier in die Röhre rein. Ausrichten und wie. Und die zweite Sternmünze.
Machen wir mal so. Okay, nichts Spannendes drin. So, so. Auch nichts. Okay, rutschen. Springen. Springen. Und siebte. Und achte. Wunderbar. So, eine Feuerblume. Wie komme ich nach unten hin? Ich meine, ich konnte doch hier Stampfattacke. Ne, ging nicht. Aber so geht das. Okay. Vielleicht ist es durch die Stampfattacke war oder so ausgelöst worden ist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir da. Und hier ist die nächste Münze. Hui. Schön gemacht. Und hier auch nochmal ein paar Münzen nach. Schön, schön. Gut. Dann hier. Weg mit dir, blöde Piranha-Pflanze. Ja, super. Mein Gott, da muss ich mich noch an gewöhnen, nicht mal so voreilig zu sein. Aber wir haben alle drei Münzen. Hey. Erfolg. So, jetzt hier wieder das letzte. Nur noch schön springen. Und, naja, 1000 Punkte. Mario Time. Gut. Das war Level 1-2 schiefes Bergwerk, müsste es heißen. Oder hieß es. Und, hey, schon erster Zwischenboss. Schön. Und hier eine Zwischensequenz. Oh nein, er hat die Flaggen geändert. Oh, er beginnt schon. Er beginnt das Schloss schon nach seinem Geschmack umzugestalten. Wir müssen uns beeilen, Leute. Aber das dauert noch, bis wir da hinkommen. Geh da einen Block aus. Ja, ja. Ah ja, das wäre so ein Mischspiel. Ich hätte gerne den Stern. Ja, ist jetzt nicht schwer. Ich weiß immer noch, wo der Stern ist. Ich weiß es immer noch. Ganz links. Jetzt ist er Mitte. Ganz links. Ganz rechts. Ja, ganz rechts. So und zack. Ach, den Pilz hätte ich mir auch noch merken müssen. Den da. Ach, Tatsache. Cool. Und tschüss. Hat sich ja gelohnt. Klasse. Gut, jetzt haben wir hier ein paar Items auf Lager. Das ist doch schön. Mit B wird das Inventar aufgerufen. Gut. Dann wollen wir mal Eichenhain. Risiko im Ritzelturm. Zahnräder. Böse. Haha. Ach, das Spiel ist schon schön, weil ich nur schade fand. Die haben halt leider sehr viel Musik recycelt aus New Super Mario. War das Wii. Das fand ich ein bisschen schade. Einzigste neue Track, der war, da war ja gerade dieses erste Level-Track, war glaube ich neu. Und das hier ist halt leider sehr recycelt aus den alten Festungen. Finde ich ein bisschen schade, aber hat auch was, der Track, muss man sagen. Oder und meine Münze. Ah, komm, die will ich schon haben. Einfach weil ich sie gesehen habe. Wow. So. Okay, hier müssen wir gleich Wandsprung vollführen. Durchführen. Zack, zack. Wunderbar. Und die Eisblume haben wir auch noch. Okay, so macht man das. So. Einmal hier hoch. Einmal hier warten, sonst werden wir zerquetscht. Das wollen wir nicht. Können wir darauf? Ne, da fallen wir runter. Dann müssen wir auf den hier warten. Geht das so? Auch nicht. Okay, so, aber so. Boah, vor allem in den Festungen gab es immer ganz fiese Verstecke für die Münzen. Geht es da links noch irgendwo weiter? Wow. Das war gewagt. Hallöchen. Ah, können ja wieder hier bleiben. So. Weg mit dir. Oh, hier geht's. Oh, das wusste ich. Boah, das sieht so. Ah, da unten geht's auf jeden Fall rein, wo da ein Stein ist. Das sehe ich jetzt schon. So. Ach nee, da geht nur der Stein hin. Aber kommen wir nicht hin, ne? Na, okay, na gut. Ah, hier, da gibt's nur eine Münze. Oh, hier ist ein schönes. Unser Junior Face. Okay, Checkpoint. Da ist auch nichts. So. Okay. Ah, ein paar Münzen. Gibt's noch irgendwas? Vielleicht ein Geklatsche? Nö. Ich hab gar nichts. So, der ist wieder kaputt. Nur für eine Feuerblume. Eisblume. Oh, das war hier gefährlich. Hier kann man schön schnell zerquetscht werden. Ich glaube, wir haben die eine Münze schon wieder verpasst, die zweite. So, gucken wir mal hier. Da ist sie. Wunderbar. Also das war da die dritte. Ha. Ja. Naja, okay, egal. Ja. Ich gleich lieber hier drauf. Gibt ja eh keine Münzen mehr.
Heißt, wir müssen nur nach oben. Aber das war sehr schlau. So. So. Aber hier sind aber auch viele Knolltrocken. Fällt mir gerade mal so gar nicht. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Gibt es noch irgendwo ein schönes Power-Up? Genau hier, eine schöne Feuerblume. Tja, dann wollen wir mal den ersten Zwischenboss von Welt 1 bekämpfen. Besiegen. Am besten natürlich. Das müsste Morten gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. So. Einmal hier rauf, wie immer. Kann ihn auch mit Feuerblumen besiegen. Fing gleich. Oh, na tut. Da war es weg, die Feuerblume. Und da war er auch weg. Und besiegt. Und da haben wir ihn besiegt. Die weiße Flagge ist gehisst. Und damit können wir jetzt im Miiverse unsere Gedanken mit anderen Spielern teilen. Ja, das ist sehr schön. Ja. Ja, das bin ich auch mal gespannt. Möchtest du Miiverse eigene Beiträge posten und die Beiträge anderer sehen können? Ja. Aber jetzt möchte ich keinen posten. Alle Nutzer freuen. Nein, das allen. Kannst du mir das auch mitspoilern? Ach, mach mal ohne, obwohl die halten sich da eh nicht dran, die Leute, muss man leider sagen. Okay. Heute erst, wir müssen noch dessen. Ja, okay, das ist klar. Okay. Speichern natürlich. Speichern beendet. Und ja, damit würde ich vorschlagen, Leute, war es das auch schon von der ersten Folge von Let's Play New Super Mario Bros. Jo, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, sei schau, euer Ninja Shitendo.